Die Verstaatlichung von Fußballvereinen und insbesondere des DFB ist eine echte Herausforderung. Vielleicht über eine Modifikation des Vertragsrechts. Und über die werden wir jetzt etwas erfahren von Kalle Kappner, der uns für die Vertragsfreiheit plädieren möchte. Wo ist er? The floor is yours. Ja, als ich gebeten wurde, hier auf dem Forum Freiheit etwas über die Vertragsfreiheit zu erzählen, die Vertragsfreiheit zu verteidigen, war mein erster Gedanke, was gibt es da eigentlich zu verteidigen? Dieses Prinzip, das sollte ja eigentlich auf theoretischer Ebene zumindest allgemein anerkannt sein. Sie können mit Menschen ganz verschiedener politischer Ausrichtung reden. Auf einer sehr abstrakten, theoretischen Ebene gibt es meist wenig Differenzen bezüglich der Vertragsfreiheit. Wenn wir dann aber in spezielle Fragen kommen, sieht das Ganze ganz anders aus. Und das, was ich versuchen möchte, jetzt in der Form von 5 Thesen zu ergründen, ist die Frage, wieso kommt es dazu, dass wir wenn wir von einer sehr abstrakten Ebene uns doch alle einigen können auf Vertragsfreiheit, wieso leben wir dann in einer Welt und in einem Land, in dem Vertragsfreiheit keinen besonders hohen Stellenwert genießt? Mein zentrales Argument, das ich am Ende begründen werde, ist, dass viele Menschen die Vertragsfreiheit vielleicht als lästig wahrnehmen und dass es Liberale daraus die Konsequenz ziehen müssen, dass es gar nicht so sinnvoll ist, für die Vertragsfreiheit für alle Menschen als Norm durchzusetzen und alle Menschen dazu zu bewegen, ihre Vertragsfreiheit effektiv zu nutzen, sondern dass wir uns darauf konzentrieren sollten, jeden Menschen, die wirklich Gebrauch von ihrer Vertragsfreiheit machen möchten, die Möglichkeiten dazu zu geben. Was danach passiert, ist eine andere Frage, aber das sollte unsere Priorität sein. Meine erste These ist, das liberale Prinzip der Vertragsfreiheit baut auf sehr überzeugenden Prämissen. Wir haben eben schon im Vortrag meines Vorredners viel über die naturrechtliche Begründung des Eigentums gehört. Es gibt auch noch andere Begründungen des Eigentums. Ich habe 3 gefunden, die das Eigentum und damit auch die Vertragsfreiheit, also das Recht, mit meinem Eigentum das zu machen, was ich möchte, stark begründen. Das naturrechtliche Argument, was heute vielleicht nicht mehr so populär ist, aber dennoch sehr stark ist, über das Eigentum, das unter gerechten Umständen, erworben habe, sollte ich legitimerweise ganz allein entscheiden. Enteignung und auch nur Gebrauchseinschränkungen, die ja eine teilweise Enteignung darstellen, sind unmoralisch. Es sei denn, sie sind notwendig, um das Eigentum anderer zu schützen. Das naturrechtliche Argument wurde auf vielerlei verschiedene Art und Weise gerechtfertigt, mit Hilfe von Gott, mit Hilfe streng axiomatischer Logik, mit Hilfe der Vernunft, der Einsicht und Introspektion. Es gibt viele verschiedene Arten und Weisen von verschiedenen liberalen Theoretikern. Das Argument ist sehr stark. Persönlich stärker finde ich das konsequenzialistische Argument für die Vertragsfreiheit. Individuen sind in der Regel am besten informiert, haben die besten Instrumente und auch die besten Anreize, um ihre Vertragsfreiheit und ihr Eigentum optimal in ihrem Sinne zu nutzen. Denn auch die Politik gibt ja vor, dass die Norm ihrer Handlung ist, dass sie im Sinne der Individuen handelt. Also der Paternalismus ist so ausgerichtet, dass er das Wohl des Individuums vorgeblich fördert. Das ist die Begründung des Paternalismus. Kein Politiker würde seine Eingriffe damit begründen, dass er das Wohl der Regulierten verschlechtern möchte. Das konsequentialistische Argument sagt dann aber, das Individuum weiß in der Regel am besten Bescheid, wie es sein Eigentum nutzen sollte. Und das können wir als ein abstraktes und auch generelles Prinzip in der Vertragsfreiheit dann wiederfinden. Kontraktualismus, bisschen komplizierterer Ansatz, aber auch die Idee steht dahinter. Stellen wir uns vor, wir würden im luftleeren Raum einen Gesellschaftsvertrag aushandeln. Wir würden uns vorstellen, wie sollte die Gesellschaft aussehen, in der wir gemeinsam leben möchten. Ja, die Vertragsfreiheit würde darin vermutlich eine sehr große und breite Rolle spielen, denn wir haben es mit einer Menge Unabwägbarkeiten und Unsicherheiten zu tun in der zukünftigen Welt. Wir wissen wenig darüber, wie die Zukunft aussieht. Vertragsfreiheit ist eine sehr einfache Möglichkeit, darauf zu antworten. Wir müssen nicht alles im Vorhinein festlegen, sondern wir legen strikte Spielregeln fest. Was danach die Menschen innerhalb dieser Spielregeln mit ihrem Eigentum machen, ist ihre Sache. Ja, für einige liberale Theoretiker ist die Vertragsfreiheit sogar das fundamentale und vielleicht das einzige Menschenrecht überhaupt, aus dem sich andere Freiheiten wie die Redefreiheit dann ableiten lassen. So weit möchte ich vielleicht nicht gehen, aber nur dieser Hinweis an der Stelle. Natürlich haben Liberale immer die Grenzen der Vertragsfreiheit anerkannt. Die 2 prominentesten Grenzen der Vertragsfreiheit sind einmal die Verträge zulasten Dritter. So ein Vertrag ist natürlich nicht legitim. Also ein Vertrag, den 2 Menschen abschließen,
zum Schaden eines Dritten. Der Vertrag zum Wohl eines Dritten, den könnte man vielleicht begründen. Da gibt es in der Regel nichts gegen einzuwenden. Ein Spezialfall davon ist der Vertrag zu Lasten Zukünftiger, der im sogenannten Generationenvertrag zum Beispiel geschlossen wird. Also ich werde hineingeboren in eine Gesellschaft, in der schon feststeht, dass ich später für andere Menschen zahlen werde. Und das wird damit begründet, dass ich einen Generationenvertrag unterschrieben hätte. Was ziehe ich daraus? Ja, die Beweislast liegt definitiv bei denen, die die Vertragsfreiheit einschränken müssen. Denn die Vertragsfreiheit kann auf der theoretischen Ebene sehr stark begründet werden. Meine zweite These ist, es gibt einige Grenzfälle, in denen die Vertragsfreiheit unerträglich sein kann. Ich gehe einfach mal schnell durch einige Beispiele, die mir eingefallen sind, ohne die näher zu qualifizieren, denn ich glaube, da gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen hier im Raum zu den einzelnen Punkten. Problematisch kann es sein, wenn die Vertragsschließenden aus irgendeinem Grund nicht Bedingungen erfüllen, die wir an erwachsene Menschen im vollsten Besitz ihrer geistigen Fähigkeiten anlegen. Zum Beispiel Kinder, auch geistig Unzurechnungsfähige. Es kann auch sein, dass jemand, der bitterarm ist, von seiner Vertragsfreiheit in so einer Art und Weise Gebrauch macht, dass wir die Konsequenzen kaum ertragen möchten. Der Vertragsinhalt kann auch problematisch sein. Stellen wir uns vor, zwei Menschen schließen einen Vertrag darüber, über einen Kannibalismusvertrag, und der Vertrag beinhaltet, dass eine der Personen nach ihrem Ableben von einer anderen Person gegessen werden kann. Das ist ein völlig perfekter Vertrag, der so in der Freiheit geschlossen werden kann. Aber möchten wir wirklich mit den Konsequenzen leben? Schwierige Frage. Andere Beispiel, Organhandel, vielleicht weniger kontrovers, aber war lange Zeit auch sehr kontrovers. Ein freiwilliges Sklavenverhältnis, kann man sich sowas vorstellen als Konsequenz eines freien Vertragsschlusses? Lange Zeit auch kontrovers, ist auch unter vielen heute noch kontrovers, der Fall von Kartellen in der Wirtschaft, bei denen es sich ja oft auch um einen freien Vertragsschluss handelt. Manchmal wird argumentiert, das geschieht zulasten Dritter. Da würde ich widersprechen, denn diese Dritten, die Konsumenten, haben ja gar kein Anrecht darauf, auf ein bestimmtes Marktergebnis. Also ein Kartell ist eigentlich ein zulässiger Vertrag, aber die Konsequenzen können doch sehr unangenehm und unerträglich sein. Der Vertragsinhalt kann also sehr problematisch sein. Auch die Umstände können problematisch sein. Stellen wir uns vor, wir sind in einer Wüste, es gibt ringsherum nur eine einzige Wasserquelle, die Oasis im Besitz einer Person, die das Wasser zu einem prohibitiv hohen Preis nur an mich verkaufen würde. Können wir hier wirklich sagen, Vertragsfreiheit ist die einzige Norm, an der wir uns richten sollten, oder sollte Mundraub legitim sein? Die Konsequenzen können auch problematisch sein. Beispiel völlig offene Einwanderung in ein Land, gibt es viele Menschen, die ein Problem damit haben. Das Sezessionsrecht, vielleicht sogar auf individueller Ebene, kann auch problematische Konsequenzen haben für den Zusammenhalt einer Gesellschaft. Indoktrination in Privatschulen, wobei man sich die Frage stellen kann, Indoktrination in Staatsschulen ist wahrscheinlich auch ein großes Problem, aber das nur als Beispiel. Ein wesentlich größeres Problem. Trotzdem stellen wir uns den Fall vor, wir hätten eine Privatschule, in der sehr problematische Lehren vertreten werden. Wie möchten wir mit den Konsequenzen umgehen? Ja, was ich durch diese Grenzfälle klar machen möchte, ist, Vertragsfreiheit kann wahrscheinlich kein universelles Prinzip sein, sondern sie muss qualifiziert werden. Es gibt Grenzfälle, in denen das theoretisch starke Argument doch zusammenbricht, weil wir nicht mit den Konsequenzen leben wollen, weil wir gar nicht klar sagen können, ob die Vertragsschließenden zurechnungsfähig sind und so weiter. Jetzt ist aber die Frage, rechtfertigen diese Grenzfälle, die ich ausgemacht habe, wirklich das Ausmaß der Einschränkung der Vertragsfreiheit, das wir in der Realität beobachten? Denn in der Realität gibt es ja massive Einschränkungen der Vertragsfreiheit, die jeder im Raum hier erlebt und die junge Generation ja auch in vielfältiger Weise. Kann man das wirklich mit den Grenzfällen begründen? Meine Antwort ist, das kann man sich wahrscheinlich denken, nein, das ist nicht so möglich. Ich habe einfach mal fünf Beispiele rausgepickt, die mir persönlich sehr wichtig sind. Eine massive Einschränkung der Vertragsfreiheit, die jetzt gerade gekommen oder beschlossen ist und bald auch kommt, der Mindestlohn. Also mir wird verboten, einen Arbeitsvertrag zu einem Preis, zu einem Lohn zu schließen, der mir gefällt und der auch meinem potenziellen Arbeitgeber gefällt. Wir würden gerne freiwillig diesen Vertrag schließen, es wird uns aber nicht erlaubt. Wie wird das begründet? Naja, es gibt viele Begründungen. Ich habe mir eine rausgepickt, die paternalistische Begründung. Wir haben Asymmetrie auf dem Arbeitsmarkt. Es gibt keine Chance für den Arbeitssuchenden, ein für ihn günstiges Lohnniveau durchzudrücken. Der Staat muss nachhelfen. Niedrige Löhne sind unwürdig und können in der Gesellschaft nicht toleriert werden. Das ist natürlich ein hochproblematisches Argument. Das lässt sich eigentlich nicht rechtfertigen. Denn erstens gibt es viele andere Möglichkeiten,
Menschen, die ein niedriges Lohnniveau im Markt erreichen, auszuhelfen, Subventionen, freiwillige Hilfe, man kann sich viel überlegen. Warum sollte man die Vertragsfreiheit in erster Konsequenz direkt einschränken? Warum lässt man nicht die Menschen einen Vertrag über ein bestimmtes Arbeitsverhältnis schließen und bessert anschließend nach, sofern das überhaupt nötig ist? Anderes Beispiel, Antidiskriminierungsgesetze. Sehr prominentes Beispiel auch, also ist es mir nicht erlaubt, willkürlich zu diskriminieren in vielen Zusammenhängen. Stellen wir uns vor, ich habe ein Restaurant und möchte Menschen eines bestimmten Schlages nicht in mein Restaurant lassen und sie nicht bedienen. Das wird in der Regel einen großen Aufschrei provozieren in der Gesellschaft, denn wir sind es gewöhnt, dass in vielen Sphären der Gesellschaft alle Menschen gleich behandelt werden sollten, und zwar auf individueller Ebene. Also ich habe eine Verpflichtung, andere Menschen von vielen Merkmalen unabhängig gleich zu behandeln. Aber das ist eigentlich kein starkes Prinzip, denn in ganz anderen Sphären der Gesellschaft diskriminieren wir jeden Tag sehr starke Weise, und das wird auch positiv angesehen. Zum Beispiel, wenn ich mich entscheide, mit wem ich eine Liebesbeziehung eingehe, werde ich naturgemäß stark diskriminieren, und das wird im Allgemeinen auch als positiv angesehen. Also wir haben hier gar kein starkes Argument, sondern es geht eher um eine auf Gefühlen basierende Verteidigung von Antidiskriminierungsgesetzen. Die anderen drei Beispiele handle ich mal eben schnell ab. Quoten in Aufsichtsräten ist in Deutschland noch nicht so richtig durchgedrückt, aber es wird darüber diskutiert, das wird bald kommen. In staatlichen Unternehmen haben wir sowieso schon weit verbreitete Quoten. Das soll aber auch in privaten großen Konzernen durchgedrückt werden. Die Begründung ist, es besteht eine männerdominierte Klickenwirtschaft, die muss man irgendwie durchbrechen. Die Gesellschaft ist eigentlich schon viel weiter, das wird nur hier aufgehalten. Naja, darüber kann man sich eine eigene Meinung bilden, ob das ein stichhaltiges Argument ist. Wenn es denn ein stichhaltiges Argument ist, so hätte das sehr drastische Konsequenzen auch für viele andere Bereiche der Gesellschaft. Das Tarifrecht. Gewerkschaften und Arbeitgeber entscheiden, und bald dahin läuft auch der Trend, Einheitsgewerkschaften und Einheitsarbeitgeberverbände entscheiden für die gesamte Branche oder sogar für eine gesamte Industrie über Tarifverträge, und die sind verbindlich dann auch für jene Arbeitnehmer, die nicht in einer Gewerkschaft sind. Das ist natürlich eine massive Einschränkung der Vertragsfreiheit. Wird begründet damit, dass die Zersplitterung der Tariflandschaft negative Konsequenzen hätte und dass Arbeitnehmer, die es nicht schaffen, in eine Gewerkschaft zu kommen, geschützt werden müssen. Von der Finanzierung des öffentlichen Rundfunks durch die GEZ früher, durch das, ich weiß gar nicht, wie das neue System heißt, aber es ist genauso gierig. Ja, jeder Haushalt zahlt eine einheitliche Gebühr oder eigentlich eine Steuer, unabhängig davon, ob und in welchem Maße er das Angebot der Staatsmedien überhaupt nutzt. Die Begründung ist, der Staat muss sicherstellen, dass eine angemessene Informationsversorgung der Bürger besteht. Mit der Vertragsfreiheit lässt sich das nicht begründen. Zumal, wir können uns ja auch unser eigenes Bild über das Angebot des öffentlichen Rundfunks machen, ob die ihrem Auftrag so nachkommen, das sollte man doch bezweifeln. Was ziehe ich hieraus aus meiner dritten These? Die allermeisten Einschränkungen der Vertragsfreiheit, die wir aktuell beobachten, sind äußerst schlecht begründet. Der Grund, warum diese Einschränkungen stattfinden, muss offensichtlich ein anderer Grund sein, als dass diese Fälle durch die Grenzfälle, die ich in der zweiten These vorgestellt habe, irgendwie begründet werden. Also wir haben es hier nicht mit ganz problematischen Folgen der Vertragsfreiheit, die sich schon auf theoretischer Ebene feststellen lassen, zu tun, sondern es muss einen anderen Grund geben. Und diesen Grund meine ich ausgemacht zu haben. Und zwar, viele Menschen verzichten gerne freiwillig auf einen Teil ihrer Vertragsfreiheit. Dafür kann es viele Gründe geben. Der prominenteste Grund ist wahrscheinlich die Bequemheit. Beispiel: Der Sozialstaat wird von sehr apathischen Zeitgenossen äußerst dankbar angenommen, denn er reduziert den Entscheidungsraum, mit dem wir es zu tun haben, müssen nicht so viele Entscheidungen treffen, er reduziert die Verantwortung, die wir zu tragen haben, und das für einen Preis, worüber wir uns auch bewusst sind, dass wir diesen Preis zahlen. Nichtsdestotrotz machen wir das gerne. Wir lassen also freiwillig unsere Vertragsfreiheit einschließen. Das Wir, das ich hier benutze, müsste ich etwas qualifizieren, denn ich glaube, hier im Raum trifft das eher auf weniger Leute zu, aber mein Argument ist, auf viele andere Zeitgenossen trifft das sehr wohl zu. Andere Beispiele: Verbraucherschutz. Viele Menschen gewöhnen sich daran, dass ein staatlich vorgegebenes Verbraucherschutzrecht ihren Einkauf im Supermarkt in gewisser Hinsicht reguliert. Sie sind sogar zufrieden damit. Vielleicht vertrauen sie denen, die den Verbraucherschützern besonders stark. Vielleicht haben sie Angst, dass es ohne Verbraucherschutz noch schlechter wird. Ich komme zum Ende. Meine These hier ist, die Eingriffe in die Vertragsfreiheit mögen schlecht begründet sein, dennoch sind sie von vielen Menschen so gewünscht. Was müssen jetzt Liberale daraus ziehen? Ja, unsere Strategie kann es kaum sein, diese Menschen alle zu überzeugen, von ihrer Vertragsfreiheit Gebrauch zu machen.
denn viele richten es sich in der eingeschränkten Vertragszeit wohlig ein. Es gibt aber dennoch Menschen, die möchten gerne viel mehr Vertragsfreiheit verwenden. Für diese Menschen gibt es glücklicherweise in vielen Punkten eine Lösung, und das ist das Opting-out-Prinzip. Die Idee, dass wir beispielsweise der jungen Generation ermöglichen, mit Erreichen der Volljährigkeit zu entscheiden, aus dem Sozialstaatssystem auszuscheiden, während alle anderen Menschen, die das möchten, in diesem System bleiben. Viele andere Beispiele fallen mir noch ein. Ich muss aber jetzt zum Schluss kommen. Der Punkt ist, Opting out ist eine attraktive Alternative zu der Strategie, alle Menschen zur Vertragsfreiheit zu überzeugen. Stattdessen sollten wir dafür sorgen, dass die Vertragsfreiheit wirklich nutzen möchten, auch die Möglichkeit dazu haben. Vielen Dank. Ja, alleine das ist ja ein Thema, mit dem man sich Tage und Wochen auseinandersetzen kann. Als Jurist kribbelt mir jetzt ganz doll der Finger, um da etwas zu sagen. Sehr spannendes Thema. In der Judikatur des Bundesverfassungsgerichtes gibt es einen Teufel, der immer wieder auftaucht. Der Teufel ist das freie Spiel der Kräfte. Das freie Spiel der Kräfte ist ganz, ganz furchtbar und muss immer eingebunden werden. Ist ja übrigens auch die Rechtfertigung für diverse Rundfunkurteile. Und auch da habe ich festgestellt, das freie Spiel der Kräfte waltet noch immer, auch in unserer Gesellschaft, bei der Auswahl zwischen Ehepartnern. Die Leute lernen sich in einem völlig chaotischen, ungeregelten Rahmen kennen und schließen dann Ehen einfach so, ohne dass das vorher vernünftig geprüft worden wäre. Und auch das ist ja ein Fall des Marktversagens, wie man an unseren Scheidungsquoten sieht. Auch ein dringendes Betätigungsfeld für den Staat. Vielleicht lernen wir von Dr. Michael Blume jetzt etwas darüber, wie man das besser regeln könnte. Herr Dr. Blume.